Seid gegrüßt, Fans der Kunst aus Fernost. Ich bin Alex vom Team China Box und ich grüße euch herzlich zu diesem neuen Video. Heute darf ich euch ein weiteres Werk von Jimmy Liao vorstellen, und zwar das Kino des Lebens. Und einige werden sich wundern, okay, die etwas andere Prämisse. Ja, ich stehe diesmal vor meinem Bücherregal. Das hat auch einen guten Grund, und zwar hängt es so ziemlich mit diesem Buch zusammen. Aber dazu nachher mehr. Erstmal möchte ich euch erzählen, worum es sich in das Kino des Lebens denn überhaupt dreht. Und das ist sogar sehr schnell erklärt. Es dreht sich alles um ein kleines Mädchen, das relativ früh von ihrer Mutter verlassen wird. Und der Vater geht einfach gern mit ihr immer ins Kino, auch um sie zu trösten, und sagt eben auch immer, dass ihre Mutter das Kino halt mochte und so weiter. Und so entwickelt eben das Kind eine Liebe zum Kino. Und immer, wenn irgendwie irgendwas scheiße ist oder so, sie geht immer ins Kino. Denn in diesem Buch wird gezeigt, wie das Kino Teil ihres Lebens ist und wie viel es bedeutet. Und ja, dann erstmal die grundlegende Information. Das Kino des Lebens stammt von Jimmy Liao. Ich hatte letzte Woche erst Die Sternennacht euch vorgestellt. Auch großartiges Werk. Und ja, ist tatsächlich unser, wenn ich mich gerade nicht vertue, einziger Hardcover-Release. Also ja, ein wunderschönes Ding. Ich liebe Hardcover. Und so viel schon mal vorneweg, dieses Werk hat dieses Hardcover mehr als verdient. Und ja, übersetzt ist das Ganze, wie man schön vorne drauf lesen kann. Kann man es gerade lesen? Ich denke ja. Von Mark Herrmann, einem der besten chinesischen Übersetzer im ganzen deutschsprachigen Raum. Und ja, nun, warum solltet ihr dieses Buch lesen? Ich würde so weit gehen und sagen, das Kino des Lebens ist bislang auf jeden Fall einer meiner absoluten Favoriten von dem, was wir von China Books bislang gepublished haben. Denn es ist per se kein klassischer Manhua. Es ist ein Bilderbuch. Jedoch anders als zum Beispiel Die Sternennacht würde ich hier sagen, das kannst du keinem Kind vorlesen. Ein Kind würde hier gar nichts verstehen und einfach nur verwirrt angucken. Das ist halt wirklich ein Buch für Erwachsene. Und das ist nicht unbedingt was Schlechtes, ganz im Gegenteil. Ich finde diese Geschichte wunderschön. Ich meine, man erfährt meines Wissens nach nie den Namen des Kindes, aber das ist auch nicht wichtig. Zu sehen, wie das Kind heranwächst in diesem Buch und halt wie das Kino immer eine wichtige Komponente für sie spielt. Und halt wirklich eine Form der, ihre Leidenschaft ist halt wirklich kaum in Worte zu fassen. Und deswegen drehe ich zum Beispiel auch von meiner Wand, weil ich respektiere nichts mehr als Leidenschaft. Und zwar vom Herzen, richtige Leidenschaft. Und gerade das kommt in das Kino des Lebens wunderbar rüber. Denn das Kino des Lebens ist von Jimmy Liao selber ein Liebesbrief ans Kino. Das schreibt er auch hinten drauf, dass seine Beweggründe halt sind, er liebt das Kino. Und sowas kann ich persönlich einfach nur respektieren. Es ist eine schöne Geschichte, die wunderschön illustriert ist mit Zeichnungen, die in meinen Augen sogar noch Die Sternennacht bei weitem übertreffen. Es ist einfach nur wunderschön und es ist eine Erfahrung. Und gerade diesen Liebesbrief kann ich nicht anders als zu respektieren. Als jemand, der selber die Leidenschaft selber liebt, kann ich dieses Ding jedem nur wärmstens ans Herz legen. Die Geschichte ist rührend, sie ist schön. Und als ich sie fertig gelesen habe, sie lag mir noch eine Zeit im Magen, weil sie mich halt auch nachdenklich gestimmt hat. Sie zeigt nämlich gleichzeitig allerdings auch negative Auswirkungen durch Leidenschaft. Und das Ding ist ein Buch, das liest du nicht mal eben so und legst es dann weg, wenn gut ist, sondern das wird euch auch nach dem Lesen noch eine Zeit lang beschäftigen. Und das finde ich großartig, weil wir leben einfach in einer Zeit, in der es viel zu oft einfach nur noch Werk gibt, die liest du einmal, dann legst du weg und wirklich groß darüber nachdenken, machst du nicht. Aber gerade dieses Werk regt zum Nachdenken an, auf eine Art und Weise, ja, die einfach in meinen Augen schön ist. Und ich muss wirklich sagen, ich liebe das Kino des Lebens. Ich weiß tatsächlich, dass es nicht unbedingt eins der bekanntesten Werke von uns von China Books ist. Ja, aber wenn ich euch einen Rat geben darf aus unserem China Books Programm,
Gebt unbedingt das Kino des Lebens eine Chance. Es ist halt einfach wunderschön. Ich kann es nicht anders in Worte fassen als wunderschön. Und diese Liebeserklärung ans Kino berührt einfach das Herz von jedem, der weiß, was wahre Leidenschaft bedeutet. Dann vielleicht noch eine interessante Komponente, denn hauptberuflich arbeite ich eigentlich im sozialen Sektor der Heilerziehungspflege. Und ich hatte zwar am Anfang gesagt, ja, das Buch ist nichts für Kinder. Ich sehe hier drin allerdings wirklich einen pädagogischen Mehrwert, um gewisse Sachen halt Menschen mit Behinderung besser beibringen zu können. Und gerade das macht dieses Werk für mich nochmal deutlich interessanter. Und ja, ich finde kaum noch die Worte, um über dieses wirklich tolle Werk zu reden. Und das sage ich nicht, weil ich für den Verlag China Books arbeite. Das sage ich als jemand, der für die Leidenschaft brennt und in dieses Werk wirklich überrascht hat. Ganz klar das beste Bilderbuch, was ich jemals gelesen habe. Und gerade deswegen sage ich an alle, gebt dem Kino, das Kino des Lebens eine Chance. Hier hat Jimmy Liao einfach nur ein wundervolles Werk uns dargebracht. Und ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Nächste Woche wieder vor der klassischen Wand. Und ja, es bleibt mir schon wieder viel zu sagen, außer Dank fürs Zusehen und ciao.